Geduld TV, präsentiert von Bischofshof. Das Bier, das uns zu Freunden macht. Audi, Vorsprung durch Technik. Autohaus Jepsen in Neutraubling. Hutkönig, Hutmanufaktur seit 5 Generationen in Regensburg. HDI-Versicherungen, Hauptvertretung Regensburg, Arthur Zaviola. Wirkes, Dirndl und Tracht. Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Duld TV live hier aus dem Glöckelzelt von der Maiduld in Regensburg. Heute zum Thema Sport und Spaß. Naja, und auch wenn es ja in einer ganz bestimmten Ballsportart nicht immer so ganz optimal läuft, ist doch Regensburg eine dynamische Sportstadt mit nationalen und internationalen Erfolgen. Naja, aber noch viel mehr große Sportereignisse ziehen immer wieder die Massen nach Regensburg, sei es jetzt als aktive Sportler, wie heute zum Beispiel beim Marathon oder eben als Zuschauer, Pierre. Genau, ich bin heute auch schon im Marathon gelaufen natürlich. Und wir begrüßen heute wirklich sehr, sehr interessante Gäste, natürlich sehr, sehr passend zum Thema. Unter anderem Ladies First, erstmal Barbara Wilfurt wird da sein. Und Klaus Ehler, einen Weltmeister, der Physiotherapeut der deutschen Nationalmannschaft, hier heute live bei uns bei Duld TV. Und Baseballer Matt Wendt. Unglaublich. Und wir haben auch ganz tolle Gäste heute am Zaun. Unsere Zaungäste. Pierre, ich schicke dich jetzt einfach mal rüber zu den Jungs. Schön, dass ihr hier seid. Servus erstmal nach da oben. Da sind unsere Gäste vom Baseball. Das ist der Wendt. Zu dir kommen wir später. Du hast schon ein Bier? Ja, alles klar. Alles super. Ich höre ein bisschen amerikanischen Dialekt bei dir raus. Bist du so bayerisches Bier überhaupt gewohnt als Ami? Weil ihr habt ja nur irgendwie Wasser als Bier. Ja, aber ich bin seit 2009 hier, also es gefällt mir viel das deutsche Bier, also bayerische Bier. Okay, dann stoßen wir auf jeden Fall erstmal an. Prost zum Mannschaftskollegen. Maike, heute haben wir nur Bier mit Alkohol drin, da musst du heute auch mal ran, wa? Da ziehe ich doch glatt mit. Schön. Der wäre doch gelacht. So, und auf Ex. Ja, ich vertage das mal auf später. Es geht heute um Sport und um Spaß. Und natürlich kann man auf der Duld unglaublich viel Spaß haben. Naja, und das ja auch nicht erst seit heute. Die Duld, die hat eine unglaubliche Historie. Eines der ältesten Volksfeste. Man hat eine Geschichte, man kann es zurückkonstruieren bis ins 10. Jahrhundert. Früher war die Duld in Regensburg, sogar dreimal im Jahr. Und am Ende des 19. Jahrhunderts ungefähr hat die Regensburger Duld aber dann ihre Pforten geschlossen. Das war wohl nicht lukrativ genug. Aber die Stadt am Hofe, die ja damals noch unabhängig waren, haben ihre Duld weiter behalten. Und heute pilgern alle nach Stadt am Hof und haben hier jede Menge Spiel und Spaß passend zum heutigen Thema. Auf jeden Fall. Und damit sind wir auch schon bei unserem ersten Gast. Er ist der Physiotherapeut der deutschen Nationalmannschaft. Er ist Weltmeister in Brasilien geworden und eigentlich ohne ihn wäre es wahrscheinlich gar nicht klar gegangen, der WM-Titel. Herzlich willkommen, Klaus Ehler. Ja, servus. Servus, schön, dass Hallo, du da bist. Hallo Klaus, herzlich willkommen. Hätte ich gerne gehabt. So, komm doch mal zu uns auf die Bank. Jawohl, gerne. Hast du was zum Trinken, Klaus? Ja, logisch. Ja, logisch. Ich gebe dir gerade mal mein Bier. Ich habe gehört, alkoholfrei ist heute verboten, deswegen Prost, Jungs. Klaus Ehler, wir freuen außerdem uns. Schmeckt es sowieso nicht. Jetzt hast du ein Pias Mikro weggenommen, das finde ich auch richtig gut. Piana, hast du wenigstens beide Hände frei. Ja, sag mal, Klaus, seit wann bist denn du der Physiotherapeut der deutschen Nationalmannschaft? Also genau, eigentlich seit März 1988. Okay. Das ist schon fast bald 28 Jahre. Okay, wie sieht jetzt dein Alltag aus mit diesen ganzen weltberühmten Jungs? Also du meinst, wenn wir bei einer Weltmeisterschaft sind, es sieht zum ganz Beispiel normal aus. Also ich stehe 5.50 Uhr auf, sehe zu, dass ich selber um 6 Uhr im Fitness bin. Weil die junge Generation an Fußballspielern, die schlafen nicht mehr so lange wie die alte Generation. Ich denke nur an Augenthaler und so weiter, da ist natürlich vor 10 Uhr keiner aufgestanden. Heute springen die mir schon um 7.15 Uhr, 7.30 Uhr, fragen sie schon, wo bist du? Also geht es relativ früh los. Und dann abends, je nachdem, ob wir ein Spiel haben oder kein Spiel haben, aber 23, 24 Uhr wird es immer. Wie hast du denn die letzte Weltmeisterschaft erlebt? Wie war das für dich? Ja, es war natürlich gigantisch, nicht nur das Finale, weil wir das auch noch gewonnen haben, sondern
Auch das Campo Bahia, was Oliver Bierhoff ausgesucht hat, war natürlich unvergleichlich mit allem, was vorher da gewesen ist. Es war ja doch schon meine 7. Fußball-Weltmeisterschaft und vorher noch 7 Europameisterschaften. Aber Campo Bahia war einfach sensationell. Jetzt sagen ja die Spieler auch, dass du wirklich Gotteshände hast. Also dass man wirklich, dass du einen anfasst und alles ist in Ordnung. Ich habe ein bisschen Rücken. Kannst du vielleicht mal irgendwie mir einfach mal die Hand auflegen, dass ich wieder mich richtig bewegen kann? Ja. Am besten klappt es natürlich Mitternacht mit dem Lurch auf dem Kopf und bei Vollmond, aber schauen wir, vielleicht klappt es auch hier bei der Soll ich mich da jetzt hinlegen? Ja. Nee, aber ist es dann schön, so ein Feedback mal auch von den Spielern zu bekommen, die das auch in Interviews natürlich dann immer sagen, dass das wirklich, dass du der Beste der Welt bist eigentlich? Ja, natürlich geht es runter wie Öl, aber dafür, ich mache seit 40 Jahren nichts anderes und wenn die Spieler das so sehen, dann ehrt mich das natürlich, aber leider Gottes klappt es natürlich auch nicht immer. Du bist ja ganz, ganz viel auf Reisen und bist aber trotz aller deiner Erfolge ein Regensburger geblieben. Was bedeutet Heimat für dich? Also Heimat bedeutet mir unheimlich viel. Heimat ist da, wo man sich wohlfühlt, wo man Freunde hat, wo man die soziale Anbindung hat, wo man auch Sport treiben kann. Ich brauche also hier meine Umgebung. Ich brauche das Radlfahren mit der Barbara Wilfurt zum Beispiel. Wir bereiten uns jetzt schon wieder vor auf dem Aber-Radmarathon. Und das ist zu Hause. Also auch das Glöckl-Zelt, da war ich schon als Kind. Da meine Eltern sind mit uns schon hierher gegangen. Und das hat sich einfach so fortgesetzt. Und das alles ist vertraut. Und dieses Vertraute ist auch zu Hause. Wenn du jetzt eine neue Sportart nochmal entdecken kannst und willst, welche wäre das? Auf was bist du neugierig, was du noch nie ausprobiert hast? Also gut, ich habe früher mal geritten und Reiten hätte gern weitergemacht, aber es gibt einfach weder die Zeit noch die Umstände, hat es nicht mehr hergegeben. Für Skydiving, also für Fallschirmspringen oder Ähnliches bin ich zu feige dazu, aber dann bleibe ich eben beim Golfen mit beiden Beinen auf dem Boden oder vielleicht höchstens am Fahrradfahren. Also ich finde den Reitsport, Maike, den können wir nach der Sendung auch mal ausüben. Wir sind gleich wieder da. Ein Spot nur und dann sind wir zurück. I say yes, you say no. I say stop, you say go. One so high, when you're low. Oh, let's go. Oh, celery. Times they come, times they go. Oh no. Ja, und hier bei uns im Studio ist sie jetzt auch. Gerade eben hat der Klaus schon von dir gesprochen. Herzlich willkommen, Barbara Wilfurt. Schön, dass du auch hier bei uns zu Gast bist. Möchtest du was zu trinken? Ja, ein Bier. Ich habe zufällig noch welche gebunkert. Pierre, genau, mach bitte du das mal. Schön. Die Dame ist mit Alkohol, das ist aber nicht schlimm, oder? Ja, das bin ich mit dem Fahrrad da, da darf ich mindestens eine Maß trinken, vielleicht auch eine zweite. Also jetzt muss ich glatt mal spicken, weil das, was du alles machst, das ist ja fast nicht auswendig zu lernen. Das ist unglaublich. Du bist die Präsidentin des Bayerischen Radsportverbands. Du bist die Vorsitzende des Veloclubs Ratisbona, Organisatorin des Aber-Radmarathon, auf den kommen wir dann gleich auch noch zu sprechen. Du bist die Leiterin der Kanzleiorganisation von Wilfurt und Kollegen. Und die Liste geht noch weiter. Du bist die Chefin dreier Radsportverrückter Männer. Was ist das denn? Also meine beiden Söhne waren Nationalfahrer und dann haben die Leute zu mir gesagt, wie kannst du deine Kinder dazu zwingen, dass die so viel Rad fahren? Aber wer weiß, wer Radfahrer ist, man kann niemanden zwingen, das muss man selber wollen. Die haben das sehr gut gemacht, beide waren beide die einzigen besten, zu dieser Zeit damals Regensburger Sportler, beste bayerische Sportler im BDR-Team. Also ich war sehr stolz und deswegen kann ich jetzt auch ein bisschen mich in den Rennsport hineindenken und mitfühlen. Es ist jedenfalls unglaublich, was du alles machst. Wie viele Stunden hat denn so dein Tag? Zurzeit bräuchte er wesentlich mehr als 24 Stunden, denn ich mag gern lang schlafen. Also auch von der Zeit her und von Mitternacht komme ich nie ins Bett und ich muss um 7 aufstehen, damit ich den Tag schaffe. Das ist eigentlich für mich ein bisschen zu kurz. Aber wenn alles so interessant ist und wenn es rund geht, dann schafft man das auch alles. Wie ist das bei dir, Klaus? Wie viele Stunden Schlaf brauchst du so? Also ich habe schon die senile Bettflucht, mir reichen eine 5 bis 6 Stunden aus. Okay, dann hat man natürlich einiges vom Tag. Wann stehst du auf, wenn du jetzt nicht gerade mit der Nationalmannschaft unterwegs bist? Also auch jeden Tag zwischen 6 und 7. Also meistens 6 Uhr, ja. Okay, ja, was habt ihr zwei denn heute schon gemacht, Barbara? Wo warst du heute schon aktiv?
Also ich kann sagen, wie der Klaus, wenn meine Enkelkinder zu Besuch sind und übernachten, dann stehe ich auch um 6 auf. Und dann denke ich mir oft um 8, das und das muss ich erledigen und anrufen, aber das ist für die meisten noch zu früh. Also heute war ich in Nürnberg, ich bin um 8 Uhr nach Nürnberg gefahren, da hatte ich heute Präsidiumssitzung mit vielen Themen und 2 neuen Vizepräsidenten und anschließend sind wir um 13 Uhr zum Ende der Bayernrundfahrt zum Zieleinlauf gegangen. Das ist heute ja geändert, die größte Rundfahrt, die einzige in Deutschland noch und da sind wir natürlich in Bayern auch gut dabei. Alles klar. Ja, Pierre. Wo auch immer du dich heute schon rumgetrieben hast, jetzt bist du bei unserem Facebook-Account. Ja, das darf ich jetzt auf keinen Fall erzählen, weil ich mir auch junge Zuschauer, wo ich heute Nacht war, das kann ich nicht erzählen. Aber man kann uns jederzeit kontaktieren und zwar live während der Sendung bei Facebook. Da einfach in die Suchzeile oben duld-tv.com eingeben. Und wir haben schon über 400 User und vielleicht schaffen wir ja heute noch während der Sendung 500. Und du kannst uns auch jederzeit eine Nachricht schicken. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Frage hast, was trägt die Maike unter dem Dirndl? Ob man das wissen will, man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall kann man es natürlich gerne fragen und ich stelle dann die Fragen auch direkt weiter. Und ja, Maike, die Frage gebe ich jetzt mal an dich, einfach mal so direkt von mir. Ja, die kannst du mir gerne geben. Ich werde sie aber dennoch ignorieren, weil wir reden ja über Sport und auch ein bisschen über Spaß, aber jetzt erstmal über Sport. Barbara, was erwartet uns denn dieses Jahr beim Aberrad-Marathon? Also beim Aberrad-Marathon haben wir zum ersten Mal am Samstag vorher bei der Stadtgartenausgabe ein Radrennen, ein Kriterium auf dem Duldplatz, damit wir hier auch ein bisschen die Rennsportler zeigen können, die gut fahren, damit wir das gute Bischofshofbier trinken können. Das heißt nämlich Weltenburger dunkles Radler-Kriterium und es kommt sehr gut an, weil das ist ein Radkriterium und heißt Weltenburger dunkles Radler. Klaus, fährst du mit? Ja, selbstverständlich fahre ich mit. Wir haben ja mit Joachim Wolbergs ausgemacht, dass wir hier richtig in die Pedale treten wollen. Meine Frau ist mit dabei. Und dann wollen wir natürlich also nicht nur eine Hommage an die Barbara, sondern auch die eigene Fitness nochmal zu testen. Barbara, kannst du ungefähr überschlagen, wie viele Kilometer du in deinem Leben auf dem Rad verbracht hast? Also in meiner ganz tollen Oberzeit bin ich 8000 Kilometer im Jahr gefahren. Ich habe gestern eine 90 Kilometer Runde eingelegt und damit habe ich 1580 Kilometer, weil ich stelle meinen Tacho immer auf Null heuer. Aber das sind ungefähr 1000 bis 1500 zu wenig für die Zeit. Also da muss man mit viel mehr Kraft arbeiten und muss sich viel mehr plagen, wenn man 1000 Kilometer mehr hätte. Wo gehst du denn am liebsten trainieren? Also das Tollste ist es hier in Regensburg, um Regensburg herum, unsere Flusstäler. Man kann flach fahren, man kann Berge fahren, man kann bei gewitterigem Wetter 50 Kilometer fahren und entfernt sich nicht mehr als 15 Kilometer. Also es gibt, glaube ich, kein besseres Trainingsgelände als rund um Regensburg. Klaus, du hast vorhin gesagt, dass du gerne Golf spielst. Was war denn der bisher außergewöhnlichste Golfplatz, den du irgendwo auf der Welt entdeckt hast? Oh, ich glaube, da gibt es viele, aber der außergewöhnlichste war sicherlich auf Jeju Island. Das ist eine kleine Insel vor Korea. Da waren wir am Rande der Fußball-Weltmeisterschaft 2002. Da habe ich mit Sepp Maier und mit Oliver Kahn gespielt. Und das war eigentlich wie im Märchen. Das war ein Traumplatz mitten in die Wildnis reingebaut, mit viel Wasserfällen und allem drum und dran. Also ich glaube, nicht nur die Entfernung, weil es so weit weg war, sondern es war wirklich sehr beeindruckend. Aber unser Golfplatz in Donaustauf ist natürlich der schönste. Ja, bevor es bei uns mit dem Thema Baseball weitergeht, schalten wir ganz kurz in die Werbung. Duld TV präsentiert von Bischofshof, das Bier, das uns zu Freunden macht. Audi, Vorsprung durch Technik. Autohaus Jepsen in Neutraubling. Hutkönig, Hutmanufaktur seit 5 Generationen in Regensburg. HDI-Versicherungen, Hauptvertretung Regensburg, Arthur Zaviola. Wirkes, Dirndl und Tracht. Dann sind wir wieder zurück hier bei Duld TV und ich bin jetzt bei Matt Rands und du hast ja ein Trikot an in Lederhosenform. Was ist denn das, bitteschön? Ja, das ist die Trikot, das wir also sehr gerne haben wollen. Bisher haben wir keinen Sponsoren dafür, aber wir wollen auf jeden Fall in so ein Trikot spielen. Also ich habe gehört, dass es gibt ein paar Fußballspieler, also Fußballmannschaften, die schon solche also Tracht-Trikots haben. Ja, die 60er. Aber haben die heute gewonnen eigentlich oder sind die schon in der dritten Liga? Ja, da, okay, sind. Ja, aber sowas würde auch also
wirklich gern haben. Okay, das heißt, ihr braucht ein bisschen Kohle wahrscheinlich, jemand, der euch das bezahlt. Ja, also, ja, so kriegen wir das, ja. Okay, also, liebe Sponsoren, wenn ihr ein bisschen Kohle übrig habt, wie viel Euro sind das? Sag mal gleich geradeaus, wie viel Geld braucht ihr? Ja, ich glaube, es war 2.500 Euro. Ja. Da schaut der Medi rüber zu mir, weil ich habe es nämlich vorhin tatsächlich mal du hast es gerechnet, das würde ich auf jeden Fall nochmal nachrechnen. Weil das wäre doch lachhaft, wenn wir nicht 2.500 Euro für diese super Trikots auftreiben würden, oder? Das werden wir hinkriegen. Ihr dürft euch alle bei uns melden, liebe potenzielle Sponsoren. Jetzt ist es ja so, ich höre bei dir einen amerikanischen Dialekt noch ein bisschen raus, aber du bist schon eine ganze Zeit lang hier bei uns in Deutschland, oder? Ja, ich bin nach Deutschland 2009 umgezogen, um Baseball zu spielen für die Legionäre und seit dann lebe ich hier. Was ist das Geile an Regensburg? Also im Vergleich zu Amerika, also die Altstadt in Regensburg ist einfach wunderschön, sowas gibt es gar nicht in Amerika. Ja, und das bayerische Bier, glaube ich. Also. Das ist, weil du hast auch einen richtigen Zug drauf, merke ich auf jeden Fall. Du trinkst auch irgendwie schon, ich habe mir heute vor der Besprechung das Ziel gesetzt in der Redaktionskonferenz, die wir hier mal abführen, die 16-köpfige, dass ich die Masse in der Sendung mal schaffe. So, aber es schaut gut aus bei uns, oder? Ja, ich glaube, du bist ein bisschen vorne. Lass uns mal die trinken. Also alle Fans, die uns kontaktieren wollen, sei es jetzt wegen der Trikots für die Legionäre oder aber wegen Dult TV im Allgemeinen, ihr findet uns auf Facebook unter dult-tv.com. Und du hast eine dreistellige ID bei Facebook, das heißt, du hast wahrscheinlich das noch gemacht, wie Mark Zuckerberg in Harvard war, du bist ja Harvard-Absolvent, dass es wirklich so war, dass der noch damals The Facebook hieß. Genau, ja. Da warst du noch mit dabei wahrscheinlich. Kennst du Mark Zuckerberg? Nein, leider kenne ich ihn nicht. Also ich war in 2004 da, er hat aber in 2003, glaube ich, ist er gegangen. Ja, also ich habe ihn nie kennengelernt, aber ich war unter die ersten 2000 von Facebook-Users. Schon krass, das war ja quasi, man muss das vielleicht mal kurz erklären, tatsächlich am Anfang nur so ein Campus-Ding, das er gemacht hat und dann ist es voll in die Luft geschossen auf jeden Fall. Hättest du dir vielleicht gewünscht, dass du da mit dabei gewesen wärst, Facebook zu gründen? Wäre geil, ne? Wärst du jetzt nicht hier. Ja klar, dann würde ich nicht hier sitzen. Ich würde so ein Penthouse haben irgendwo in Amerika, aber also. Ja. Jetzt haben wir halt eine Wohnung in Königswiesen, das Arsch. Wenn du jetzt hier schon in Bayern bist, dann musst du auf jeden Fall mal jodeln hier. Das kannst du jodeln? Nein, überhaupt nicht. Ja, dann mach halt einfach, probier's. Nein, das mache ich nicht. Nee. Natürlich. Also die Maike kann auch sehr, sehr gut jodeln. Ja. Jodel doch mal los. Jodelü. Juhu. Na ja, gut, wir beide, glaube ich, wir gehen dann nachher mal zur Nachhilfe. Sag mal. So, ich würde sagen, er kriegt heute doch nur noch alkoholfreies Bier für den Rest der Sendung. Pierre ist so drauf, weil er war natürlich auch heute wieder schon vor der Sendung unterwegs auf der Duld und er war mal wieder in der Wilden Maus. Und wir schauen mal, wie es ihm diesmal ergangen ist. Pierre, wer war denn mit dir bei der Wilden Maus? Da war Fabian. Wolltest du mir jetzt wirklich, wer trinkt denn hier? Ich wollte dir jetzt wirklich das natürlich. Mikrofon reichen, ja. Ich war mit Fabian vom Froschhaxen Express unterwegs, der heute Morgen hier schon mit dem Frühschoppen mitgespielt hat im Glöckelzelt. Und ja, das ist, Mädels, das ist so ein richtiger Bravo-Boy. Schaut es euch an. Und damit herzlich willkommen zu Fahrt 3 in der Wilden Maus. Heute bei mir ist der Fabi vom Froschhaxen Express. Servus. Ja, servus Pierre, grüß dich. Du hast mir davor schon geschrieben, du hast Angst, dass es ein bisschen schlecht wird. Ja, also wir waren jetzt 3 Tage unterwegs. Wir sind heute in der Früh um 5 Uhr aus München heimgekommen. Okay. Sind um 7 Uhr aufgestanden, haben heute in der Früh Frühschoppen beim Glöckl gespielt. Und ja, wie gesagt, bei uns ist immer ein bisschen Alkohol im Spiel. Ja, also. Das ist auch so. Boah. Okay, also mir ist auch noch ziemlich schlecht von gestern. Es könnte sein, dass wir uns echt heute übergeben. Seit wann bist du im Froschhaxen-Express? Du bist relativ frisch dabei, oder? Ja, ich bin jetzt seit Januar 2014 dabei. Und es macht echt wahnsinnig Spaß. Also, okay. Ja, ist echt super. Wir haben immer riesen Gaudi bei den Auftritten. Weißt du was? Du kannst es mal singen. Ja. Oh, Linkskurve. Ich kann leider nicht so viel singen. Also, ja, Ding ist schon. Ja, was singen wir denn, Pierre? Schlag was. Ja, hier, wir fahren mit dem Bob oder so. Ja. Ja, leg los. Also, wir sind die Männer mit einem harten Job. Wir fahren mit der Bullenmaus. So, oh Gott. Und du bist der Jüngste bei den Froschhaxen. Wie läuft's bei den Mädels da? Oder bist du brav? Ich bin brav. Ich habe eine Freundin seit 2 Jahren. Und ja, ich bin das Nesthäkchen von den Froschhaxen sozusagen.
Ey, mir hat die Fahrt heute richtig wehgetan, muss ich sagen. Ja, mir tut meine Schulter ein bisschen weh. Du bist ein paar Mal auf dich drauf, gell? Ja, das war mein Fuß. Kein Stress. Tut mir leid. Okay, damit wieder zurück ins Studio. Servus. Tja, so war das heute bei Pierre in der Wilden Maus. Pierre, geht's dir wieder besser? Nee, vor allem, weil ich halt gestern auch ein bisschen aus war. Ne? Deswegen. Aber schön, dass du mir das Mikro immer noch hinhältst. Ja, sowas Blödes. Also, ja. Maddie, wie schaut's aus? Kannst du mir in 3 Sätzen erklären, wie Baseball eigentlich funktioniert? Also jetzt echt die Frage, wer hat denn hier getrunken von uns beiden? Gib mir mal deins, also, das ist ja furchtbar. Also komm, in 3 Sätzen, also wie funktioniert okay. Baseball? 3 Sätzen wird schwierig, aber ich glaube, man wirft den Ball, man muss das dann schlagen und dann man muss das fangen. Ah, okay, das ist gut, weil ehrlich gesagt, wenn ich Baseball schaue, da sehe ich immer nur einen Haufen zugegebenermaßen attraktive Männer rumstehen. Warum steht ihr denn da so viel rum? Ja, wir haben eigentlich Sachen zu tun. Wir stehen nicht nur da dumm, aber so sieht es manchmal aus für die Leute, die Baseball nicht kennen. Aber wir sind eigentlich ziemlich beschäftigt die ganze Zeit. Pierre, wäre das ein Sport für dich? Ja, ich war ja tatsächlich schon mal als Baseballer unterwegs. Ich war im Sportinternat schon mal früher für eine Aktion von Gong FM. Und deswegen, ich bin ein sehr, sehr guter Baseballer, aber mir fehlt halt einfach die Zeit. Ja. Natürlich. Ich würde sagen, Pierre, du nimmst jetzt dein Mikrofon wieder zurück und wir reden ein bisschen über Sport. Oder nimm meins, ist auch gut. Wir reden noch ein bisschen über Sport im Allgemeinen. Barbara, was kann man denn in Regensburg, Sportstadt Regensburg, noch verbessern? Ja, also wir klar haben wir die bestmöglichste Unterstützung mittlerweile von der Stadt und die machen sehr viel. Nächstes Jahr kommt die Challenge mit dem Baseballstadion und mit dem ganzen Baseball. Ein bisschen neidig bin ich da, weil es so gut aussehende Männer sind. Die Radsportler sind immer so dünn, faserig und die sind halt gut aussehende Burschen. Das könnte ich mir beim Radsport auch ganz gut vorstellen. Und heute ist der Marathon ganz positiv, ohne Vorkommnisse verlaufen. Also Regensburg mausert sich da wirklich als Sportstadt. Klaus, jetzt ist es so, der SSV Jahn Regensburg ist ja leider Gottes abgestiegen in Liga 4, Regionalliga. Wie schaut es denn aus? Glaubst du, dass der direkte Wiederaufstieg möglich ist oder wird das sehr, sehr schwer? Weil der Aufstiegsmodus ist ja jetzt nicht der einfachste. Ja, sicherlich, ganz einfach wird es natürlich nicht sein. Ich glaube, der Aufstieg wird schwieriger sein, als den Abstieg zu verhindern. Aber jetzt wollen wir positiv in die Zukunft schauen. Ich hoffe, dass die richtigen Leute an den richtigen Schrauben drehen, dass wir vielleicht auch ein paar großzügige Sponsoren noch bekommen, hier in Regensburg wie in anderen Städten auch. Wenn man vergleichbare Städte anschaut, wie Kaiserslautern zum Beispiel, die da ganz oben da mitmischen, dann hoffe ich, dass wir in Regensburg das Gleiche haben. Jetzt haben wir so ein super Stadion, wir haben so eine super Stadt, wir haben so super Fans eigentlich in Regensburg. Also ich glaube, da muss es auch möglich sein, einigermaßen super Mannschaft zu kriegen, dass wir zumindest wieder drittklassig sind. Ja, weil ich meine, gegen Seligenporten in so einer Arena zu spielen, ist halt auch nicht so geil, ne? Ja, das sieht man bei 1860 München, wenn die halt in der Allianz Arena spielen, das ist natürlich manchmal schon ein Geisterspiel. Aber ich hoffe, dass der Jan und die Fans dem Jan einfach treu bleiben und dann trotzdem das Stadion einigermaßen füllen. Wirst du beim Abschlussspiel im Jahnstadion mit dabei sein? Nächsten Samstag ist es ja quasi das letzte Spiel im ehrwürdigen Jahnstadion. Erste Frage, zweite, was ist deine Erinnerung ans Jahnstadion? Also die erste Frage muss ich leider mit Nein beantworten, weil ich im Ausland bin, aber zu einer schönen Feier. Und zum anderen bin ich natürlich in der Nähe vom Jahnstadion aufgewachsen. Meine Mutter hat ja das Café Rosarium gehabt und ich kann mich noch gut erinnern, es gab ja den schönen Jahnplatz mit Rasen. Es gab da, wo jetzt der Baufinanz Siedrig steht, das Hochhaus steht, da war noch ein Aschenplatz und da sind wir natürlich nach Hause gekommen wie die Müllkutsche, voller Dreck von oben bis unten. Und das sind meine Erinnerungen. Und aufgeschürft natürlich von oben bis unten, weil es gab ja, es war ja kein Rasenplatz, sondern das sind meine ersten Erinnerungen und auch bleibenden Erinnerungen natürlich an das Jahnstadion. Und natürlich, als ich als Bub mir Spiele angeschaut habe, ja, in Regensburg gegen 1. FC Nürnberg oder Schweinfurt 05, da habe ich den Ball nur gesehen, wenn er 100 Meter in der Luft war, weil alles anders konnte gar nicht auf den Platz schauen. Aber wenn du dich aufgeschürft hast, konntest du dich gleich selber heilen, oder? Ja, Gott sei Dank war meine Mutter ja auch Physiotherapeutin. Ja, Barbara, wenn du so an Kindheitserinnerungen denkst, welche Sportarten hast du denn als Kind bevorzugt? Überhaupt gar keine. Ich habe Musik studiert. Musik war eigentlich mein Leben, bis ich meinen Mann kennengelernt habe. Der hat gesagt, ich muss Radl fahren und Skifahren und dann habe ich das alles gelernt. Wann war das dann ungefähr, dass du das Radlfahren angefangen hast? Ja, mit 25. Okay, das heißt, es ist noch nicht zu spät, auch wenn man nicht gleich in Kindertagen anfängt. Bei Maddie war das ja anders. Maddie, du aufpassen. Hast doch schon als ganz kleines Kind Baseball gespielt. Ja, habe ich als ganz kleines Kind gespielt. Ja. Ja, klar. Also seit ich, keine Ahnung, 2 oder so war, habe ich immer Baseball gespielt. Es gibt so ein Foto von mir und meinem Vater.
in unser Haus, wo ich also ganz klein bin, und es war immer Baseball. Wenn ich dich so anschaue, schaue ich ein bisschen in den Spiegel. Ich meine, gut, du bist einige sportlicher auf jeden Fall, aber wir können eigentlich auch Brüder sein, oder, Maike? Ihr könntet total Brüder sein, ja. Ja, schon. Also wir sind ziemlich dunkel. Wir sehen ziemlich gut aus, glaube ich. Also. Alle beide, ja. Hast du denn Geschwister? Ja. Ja? Ja, also ein Bruder. Ja, außer Pierre? Ja, ein jüngerer Bruder und jüngere Schwester. Aber die ist beides in Kalifornien, nehme ich an. Meine Schwester ist in Denver, Colorado, und mein Bruder ist in Kalifornien jetzt, ja. Ja, bleiben wir denn bei den Kindern. Auch heute haben wir, ich weiß nicht, zu wem ich gehen soll, ich gehe mal zu dir. Auch heute haben wir natürlich unseren Taferl-Bur im Gepäck. Und wir schauen mal, was uns der junge Mann heute so erklärt. Ich bin der Taferl-Bur. Taferl-Bur. Und du schaust Kult-TV. Es gibt Horn überall. Gelb, schwarz. Schaum um. Wir haben es daheim ganz oft. Ich trinke einen Schaum immer. Ein großes Glas mit einem Liter. Ja, das ist der Taferl-Bur gewesen. Barbara, hast du eine Ahnung, was er da erklärt hat? Nein, ich habe am Anfang nicht aufgepasst, da habe ich leider geplaudert und dann bin ich gar nicht mehr mitgekommen. Aber es war wirklich ein Dialekt, ich habe ihn nicht verstanden. Klaus, wie schaut es bei dir aus? Hast du unseren Taferl-Bur verstanden? Was hat er erklärt? Jawohl, ich hab nur verstanden, dass er einen Schaum vom Bier runter trinkt. Ja, Amas Bier, genauso schaut es aus. Pierre, wo bist du? Ja, meine Masse ist eigentlich schon fast leer. Kannst du mir die kurz bringen? Die würde neben okay. dem Matt auf jeden Fall stehen, du, dass wir. Ich bring dir einfach mal irgendeine. Ich möchte schon meine, weil ich möchte meine Challenge, die ich heute intern hier habe, dass ich meine Masse heute schaffe, auf jeden Fall gewinnen. Also bitteschön. So. Und wir haben, das ist nichts für dich. Aber wir haben ganz junge Gäste. Wie heißt du denn? Elisa. Das ist mein Lieblingsname. Weißt du das? Schon? Nö. Aber du hast ein, doch, glaub mir das mal. Du hast ein sehr, sehr schönes Dirndl. Trägst du gerne Dirndl? Ja. Kindergarten auch? Ja. Echt? Sind dann die anderen Kinder so ein bisschen neidisch und sagen, ich hätte gerne dein Dirndl an? Ja. Ja. Schon. Was fährst du denn am liebsten auf der Duld? Riesenrad. Riesenrad? Da kannst du mal runterspucken, das ist voll lustig. Nein, ich bringe mir nur Kinderblödsinn bei. Das ist der Grund, warum ich... gut. Vielen Dank, Elisa. Das machst du natürlich nicht. Das kannst du ganz gleich wieder vergessen. Alfred Glöckl ist natürlich auch wieder heute bei uns in unserem schönen Rahmen. Und das Lustige, wenn du hier in der Mitte stehst, schaust du mal aus, als hättest du diese Hörner auf quasi. Ja, ab und zu bin ich schon mal der Gehörnte gewesen in meinem Leben. Ein richtiger Bock. Weiß ich nicht, aber richtig war. Du, ich habe ja was gehört von einem Fest, das hier stattgefunden hat. Und zwar die Jungs von der HDI-Versicherung, die haben hier richtig Gas gegeben. Ja, die haben einen grünen Turm gebaut. Passend zu ihrem Farbe, ist ja grün, HDI, haben sie einen grünen Turm gebaut. Und wir sind krasser als der Geheimdienst. Wir haben das nämlich beobachtet und den Beweis dazu gibt es jetzt. Das war mal ein Jägermeisterturm. Hast du da welche mitgetrunken? Ja, zwei. Ich habe ein paar ausgegeben. Zwei? Ich glaube da kein Wort. Ja, der erste und der letzte halt. Genau, an die wir uns immer noch erinnern auf jeden Fall. Ey, wettermäßig könnte es ja nicht besser sein momentan mit der Duld. Könnte Rekordduld werden, oder? Ja, ich hoffe es. Es schaut super aus jetzt mit dem Wetter, aber gut, ab Dienstag sagt der Regen und hoffe, dass nur ein Tag ist oder zwei, aber vielleicht haben wir Glück und dann gar keinen Regen. Oder es regnet dann vormittags, da ist nicht so wichtig, weil Duld ist ja erst abends meistens. So schaut's aus. Abschließende Frage, wie viel machst du, oder weißt du das ungefähr, wie viel du während der Festzeltzeit trinkst? Zwei. Die erste und die letzte, oder? Genau. Das ist immer die Klassiker-Antwort, das ist unglaublich. Und Maike, du stehst schon wieder bei einer Band. Mit Musikern hast du es ja gern mal so. Ja, absolut. Hier bei mir, Pierre, stehen die Wolfsecker Burm. Hallo, schön, dass ihr hier seid. Und bei mir der Bandleader, der Andreas. Wie geht's euch? Gut. Sag mal, wie kommt man denn auf so einen erotischen Namen, Wolfsecker Burm? Das ist ganz einfach. Früher waren wir noch jünger, da war es erotischer. Jetzt sind wir älter geworden, aber der Name bleibt trotzdem. Okay, was fliegt bei euch ab und zu auf die Bühne? Komplimente, Telefonnummern, Unterwäsche?
Visitenkarten? Visitenkarten, ja. Meistens die von der Polizei, wenn wir falsch gepackt haben. Was erwartet uns denn heute? Ihr spielt ja heute Abend hier im Glöckl-Zelt. Was für Musik habt ihr mitgebracht? Wir haben eigentlich alles dabei. Obergräner für die ältere Herrschaften, sage ich mal. Und dann Schlager, Partystimmung, eigentlich alles. Je nachdem, was das Volk so möchte. Jetzt ist ja so, ihr habt ja kein Mädel in der Band. Wer singt denn Atemlos oder habt ihr es nicht im Programm? Da haben wir auch fast sowas Ähnliches wie ein Mädel. Die Maike. Ja, darüber reden wir dann später. Nein, das ist unser Matthias. Du singst Atemlos? Ich singe Atemlos. Gib uns mal kurz eine Kostprobe. Atemlos durch die Nacht. Hast du da? Ja. Das ist super. Liebesküsse. Ja, wirklich. Ich würde sagen, Pierre, bevor uns die Jungs jetzt tatsächlich eine kleine Kostprobe geben von dem, was uns heute Abend, ab wann spielt ihr? Jetzt dann gleich im Anschluss. Was uns dann jetzt gleich hier im Anschluss im Glöckl-Zelt erwartet, verabschieden wir beide uns von unseren Gästen. Liebe Barbara, lieber Klaus, vielen Dank, dass ihr da wart. Erst die Dame. Ich habe nämlich gelernt, man muss auf den Daumen küssen, man darf gar nicht wirklich auf die Hand küssen. Das ist nämlich, ja. Klaus, vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Gern geschehen. Vielen Dank. Viel Spaß noch. Tschüss, lieber Klaus. Und natürlich auch unseren Jungs von den Buchbinder-Legionären. Bleibt noch ein bisschen bei uns hier im Zelt. Genau, wir trinken dann noch den einen oder anderen. Pierre, wie geht's denn? Ich würde es gerne. Erzähl doch mal, was in der nächsten Sendung kommt. Ich versuche dabei, meine Challenge zu erledigen. Jetzt soll ich erzählen, was in der nächsten Sendung los ist, obwohl das eigentlich dein Part gewesen wäre. Ja, ich gucke jetzt mal. Also die nächste Sendung ist am 19. Mai. Da heißt auch wieder Vorhang auf für Dult TV. Und zwar zum Thema Hüte und Köpfe. Und da haben wir... Aua, da haben wir ganz, ganz besondere Gäste eingeladen. Unter anderem ist bei uns der Umweltreferent Dr. Wolfgang Schörnig, der erzählt uns aus 61 Jahren Dult-Erfahrung. Es ist bei uns, Pierre, bist du inzwischen auch wieder soweit? Nein, ich bin auch wieder mit dabei. Es ist bei uns Toni Lauerer, Kabarettist aus Furt im Wald zu Gast. Und Star-Friseur Helmut Eisele, da könnten wir auch mit deinem Kraut mal ein bisschen was machen. Ne? Ja, das reden wir nächste Woche drüber. Aber vielleicht machen wir das Ganze eher mit den Hüten, denn auch der Hutkönig von Regensburg wird mit seiner bezaubernden Begleitung nächste Woche bei uns im Dult-TV-Studio zu Gast sein. So. Dann verabschieden wir uns an dieser Stelle. Ich möchte nur kurz an die Redaktion sagen, ich habe es geschafft. Die Masse ist weg. In einer halben Stunde. Top, oder? Pierre, ich würde sagen, Wolfsecker-Burm spielt und wir verabschieden uns bis zum kommenden Dienstag wieder bei Dult TV. Bis dann, Servus, ciao.